Vater, wir danken dir so sehr, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir für deine eigene Gegenwart, Jesus. Du hast uns mit deinem Geist ausgestattet, um uns in die Wahrheit zu leiten. Und wir bitten dich drum und wir verlassen uns drauf. In deinem Namen. Amen. Unfassbar nah. Ich möchte eine Stelle aus Kolosser 1 vorlesen, Kolosser 1, Verse 25 bis 29. Paulus schreibt dort in Kolosser 1, 25, ihr Diener bin ich geworden, durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seine Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist in seinen Heiligen. Denen wollte er Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seine Kraft, die in mir wirkt. Das Geheimnis heißt Christus in euch. Er ist unfassbar nahe. Und das ist ein bisschen übertrieben, der ist immer gegenwärtig. Und das ist das Geheimnis des Christseins, wovon Paulus hier spricht. Er spricht von einem Geheimnis. Und manchmal, wenn wir das Wort hören, ich denke automatisch an ein Rätsel, was schwer verständlich ist. So ist es nicht gemeint in der Schrift. Ein Geheimnis ist ganz einfach etwas, was nur der lebendige Gott klar machen kann. Und es gibt einen Unterschied zwischen einfach reine Information und Erkenntnis und die Erfahrung davon. Und wenn man hier sitzt und es gibt eine Spaltung, eine Entfernung zwischen meiner Erfahrung und meiner Auslegung, dann hat das manchmal mit dem zu tun, es geht nicht um meine Bildung, es geht um meine innere Haltung des lebendigen Gottes gegenüber. Jesus sagte eines Tages in Matthäus 11, 25, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast den Unmündigen, die Kinder, geoffenbart. Und die Offenbarung ist die Art und Weise, wie der lebendige Gott was klar macht. Und das hängt nicht mit Bildung zusammen, das hängt mit Herzenseinstellung. Natürlich ist Bildung wichtig. Ich arbeite an einer Bibelschule, wir sind eine Bibelschule hier, unbedingt wichtig. Und dazu kommt diese innere Haltung der Abhängigkeit wie ein Kind, Herr, lehre du mir deine Wahrheit. Ich bin so dankbar dafür. Die Lehrer in der siebten Klasse haben meine Eltern gesagt, also erwarte nicht mehr als ein Dreier von Peter, der ist nicht der Hellste. Sie haben mir das nie gesagt, bis nach dem Studium. Aber ich war sehr dankbar, dass Jesus das gesagt hatte. Komm wie ein Kind. Herr, mach das mir klar. Und dann lädt er uns zu einem Gebet und dieses Gebet steht in Epheser 1. Ich habe die Stelle mitgebracht heute Morgen, denn es ist mir so wichtig. Wenn man eben diese Frust erlebt, hier ist meine Auslegung und hier ist meine Erfahrung. Herr, ich möchte, dass Sie miteinander übereinstimmen. Dann bete, was in Epheser 1,17 steht. Bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes in die Heiligen ist. Das brauche ich. Herr, mach es mir klar. Mach es mir bewusst, was ich in Christus habe. Das Gebet kann jeder von uns jetzt beten.
Ich bin eben nicht der Hellste, aber es scheint mir, wenn Gott ein Gebet in der Schrift eben uns weitergibt, ich kann dieses Gebet in Anspruch nehmen und für mich selbst beten in der Gewissheit, der Herr wird antworten. Deswegen halte ich mich an die Gebete der Schrift. Es ist nicht so, dass ich mehr von Christus brauche. Ich bekomme ihn ganz bei der Bekehrung, inwohnend durch seinen Geist. Es ist eher die Frage, hat er mich ganz? Und ist es mir bewusst, wie nahe er ist und wie gegenwärtig er ist? Sagen wir mal, Volker und ich, wir wollen uns am Bodensee treffen, da wo ich wohne, aber wir fahren in getrennte Autos. Ich bin ein bisschen retro, ich fahre gern eine Ente. Und deswegen werde ich ein bisschen länger brauchen. Er arbeitet ein Brake, fährt ein Mercedes. Ich fahre vorne weg, bisschen früher los. Und Volker kommt nach. Und dann kommt er auf der Autobahn Nummer 7 Richtung Ulm und dann weiter nach Lindau. Und er sieht ein Auto auf der rechten Seite. Und er kommt ein bisschen näher dran und er merkt, das ist eine Ente. Und er merkt, jemand schiebt seine Ente an der Seite der Autobahn. Und er erkennt mich und er hält an der Stelle und sagt, Peter, was ist los? Puh, Tank ist leer. Kein Problem, Peter. Ich schlepp dich mit meinem Mercedes. Wir kommen zu der Tankstelle und dann gucke ich ihn ein bisschen, mit einem peinlichen Ausdruck, sagt Volker, es tut mir leid, meine Frau hat die Karte über das Männerwochenende mitgenommen, ich habe kein Geld dabei, kein Problem, ich arbeite am Brake. Und dann geht er rein und ich fülle meinen Tank, er zahlt die Rechnung, wir wollen losfahren. Und er fährt los und er schaut zurück, wollte winken. Und da bin ich, schieb mein Auto von der Tankstelle weg. Und Volker sagt, Mensch, das musst du nicht mehr machen. Und es kränkt mich ein bisschen als Geschäftsleiter, wenn ich eine Rechnung zahle und du wendest das nicht an, was du bekommen hast. Gott hat eine hohe Rechnung bezahlt. Wir haben davon gesungen heute Morgen. Christus ist für uns gestorben. Aber Gott sei Dank, er ist für mich gestorben, damit er bei mir einkehren kann bei meiner Bekehrung und mich bewohnt durch seinen Geist. Und wenn ich nicht lerne, das anzuwenden, mit ihm zu rechnen, das muss ihn wahnsinnig schmerzen. Du hast Jesus ganz aufgenommen. Und du bestehst drauf, das Auto des Christseins aus eigener Kraft zu schieben. Und du bist müde und verzagt. Und es kann jetzt sein, dass jemand hier heute Morgen sitzt. Und das bist du. Müde, verzagt. Es gibt gute Nachricht. Das Geheimnis ist Christus, inwohnend durch seinen Geist. Und Paulus sagte, den, nämlich Christus, verkündigen wir, auf dass wir jeden einen Menschen in Christus vollkommen machen. Er predigt nicht Methodik oder Strategien. Er predigt nicht Lebenshilfe, er predigt Christus. Der ja gestorben ist, aber inwohnend ist in jedem Kind Gottes durch seinen Heiligen Geist. Der Tank ist voll. Er sagt, Christus ist in euch. In euch heißt es hier. Ich habe es auf den PowerPoint gebracht, in. In Markus 3, 14 heißt es, Jesus hat die 12 Jünger gewählt, um Apostel zu werden, damit sie mit ihm sein dürften. Und manchmal habe ich gedacht, Mensch, wenn ich mit Jesus unterwegs gewesen wäre, wie die Jünger damals, hätte ich nicht die Probleme, die ich habe als Kind Gottes heute. Jesus sagte genau das Gegenteil.
Johannes 16, 7 sagt er, es ist euch zum Vorteil, dass ich weggehe. Denn wenn ich weggehe, ich komme zurück in der Person des Heiligen Geistes und wohne in euch und werde euch niemals verlassen. Es ist gut, wenn ein Mensch, der am Verhungern ist, Essen mit sich trägt und bei sich hat. Aber ich muss das Essen, ich muss die Nahrung in mir aufnehmen. Dann tut mir gut. Mit mir ist nicht genug, aber in mir ist genug. Genauso ist das mit Christus. Er kommt und bewohnt mich, er kehrt bei mir ein. Nirgends in Apostelgeschichte, nirgends in Römerbrief haben wir diese Aussage, das Evangelium ist, komm zu Jesus, damit du in den Himmel kommst. Es stimmt, jedes Kind Gottes sozusagen kommt in den Himmel, hat eine ewige Heimat. Ja, das stimmt, aber das ist nicht das Angebot des Evangeliums. Das Angebot des Evangeliums, worauf ich meine Antwort gegeben habe mit 13, steht in Johannes 3, 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern in den Himmel kommen. Wenn das deine Übersetzung ist, ist es eine schlechte Übersetzung. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und irgendwie unterwegs habe ich diese Gedanken gehabt, Mensch, ewiges Leben hat mit der Zukunft, mit dem Himmel zu tun. Ewiges Leben ist nicht ein Ort, an dem ich ankomme nach dem Tod. Ewiges Leben ist eine Person, der bei mir einkehrt vor dem Tod. Und deswegen fängt ewiges Leben mit dem Glauben und nicht mit dem Tod an. Der Auferstandene kehrt bei mir ein. Und es ist nicht unbedingt Gottes Absicht, aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen, sondern aus toten Menschen lebendige Menschen zu machen, wiedergeboren durch den Heiligen Geist und das ewige Leben Jesu empfangen. Paulus oder Johannes hat es folgende Weise zum Ausdruck gebracht. Er sagte in 1. Johannes 5, 11, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, er hat das Leben nicht. Es kommt darauf an, habe ich Jesus Christus aufgenommen? Und an so einem Tag, das ist so schön, weil es kann sein, dass jemand hier ist und erkennt, ja, es mag sein, dass ich eine generelle Glaube habe, es gibt einen Gott. Aber Jesus will unendlich mehr. Er will in meinem Leben einkehren. Er will in mir gegenwärtig sein und mir zu einem neuen Mensch machen, von innen nach außen. Er möchte die tiefsten Motive meines Herzens verwandeln durch seine Gegenwart. Und er möchte mich befähigen zu einem Leben, was sonst nicht möglich wäre. Das ist Christsein. Paulus sagte, ich habe die Stelle hier auf dem PowerPoint, er sagte in Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünden willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. In euch wohnt, in euch wohnt, in euch wohnt. Die Frage ist, habe ich Jesus aufgenommen? Habe ich ewiges Leben hier und jetzt empfangen? Paulus sagte, wenn du Christi Geist nicht hast, bist du nicht sein.
Peter Reed hat das nicht gesagt, Paulus, und das Wort Gottes sagt das. Hier heißt es, der Geist Gottes, der den Toten auferweckt hat, wohnt in uns. Der Tod ist menschliche Schwachheit in ihrer Vollkommenheit. Man kann nicht schwächer sein als Tod. Und weil der Geist Gottes diese Schwachheit überwunden hat, kann er meinen Zorn überwinden? Damit ich nicht ausraste, wenn ein Konfi ein bisschen unartig ist am Bodenseehof? Kann er meinen Zorn gegenüber, wenn die Teenagers ausbrechen? Kann er meine Sorgen überwinden, wenn das passiert? Kann er mich zur Ruhe bringen? Auf jeden Fall. Wenn er den Tod überwinden kann, ist er unbedingt dazu fähig. Er ist unfassbar nah, denn er ist gegenwärtig. Und ehrlich gesagt, heute Morgen, ich bin selbst meine größte Not. Es ist das, was in meinem Herzen steckt, was mir manchmal kaputt macht. Da brauche ich die Gegenwart Jesu. Und er ist ausreichend für diesen Notfall namens Peter Reed. Diese Strahler ist ein wunderbares Beispiel. Wir haben sie überall hier. Sie sind bewohnt mit dem Strom. Ohne Strom können sie sich nicht so verhalten. Ohne Strom sind sie hoffnungslos. Ohne die Gegenwart Jesu bin ich ein hoffnungsloser Fall. Genauso. Und wahrhaftige Jüngerschaft ist ganz einfach, dieses Lernprozess, diese Abhängigkeit von Jesus zu bewahren und zu pflegen, egal was äußerlich los ist. Diese Frage wurde gestellt in einer Predigt vor Jahren und als ich diese Frage gehört hatte, störte es mich mächtig. Und die Frage war folgendes. Was würde sich in meinem Leben heute passieren als Kind Gottes, wenn Jesus nicht mehr lebt und deswegen in mir nicht mehr lebt? Was würde sich ändern? Oder würde alles wie normal fortfahren? Weil ich mich so längst daran gewöhnt habe, ein christloses Christsein zu leben. Was würde passieren, wenn wir Strom aus dieser Strahle herausziehen? Würde sich etwas ändern? Natürlich. Alles. Und manchmal bin ich in der Lage, einen frommen Humanismus zu betreiben und nicht aus der Kraft Christi zu leben. Und ich leide darunter und auch die, die am nächsten sind, weil das ist nichts anderes als Heuchelei. Wir haben 3 Zimmer am Bodenseehof im Bettenhaus und in den Zimmern, da passen 10 Studenten oder Gäste. Es ist interessant, die von der dritten Welt kommen, sie stehen in der Tür im Zehnezimmer und sie sagen, was? Nur 9 andere Menschen hier, das ist ja super. Die aus Kalifornien kommen her und sie stehen an der gleichen Tür im gleichen Zimmer. Sie sagen, was? 9 andere Menschen. Mein Schlafzimmer zu Hause ist so groß und ich bin allein drin. Und dann sagen sie so etwas wie, aber Peter, ich arbeite an meiner Geduld. Ich schmunzel innerlich. Arbeite weiter an deiner Geduld. Du wirst nur daran merken, wie ungeduldig und zornig und selbstsüchtig du bist. Geduld ist die Frucht des Geistes, nicht die Frucht des Geistlichen. Das bewirkt Christus durch seine Gegenwart.
Und hier, ich mag diese Aussage, man sieht das nicht so klar auf Englisch, aber auf Deutsch ist es klar, Christus in euch, Mehrzahl. Christus in euch. Wenn wir PowerPoint haben, wird es günstig. Super, ich sehe das aus. Ich glaube, vergangene Generationen haben diesen Wert für dieses Gemeinsame mehr nötig gehabt und deswegen mehr geschätzt. Heutzutage sind wir lauter Individualisten. Ich mag dieses Seminar für Evangelisten. Das liegt mir sehr am Herzen. We're better together. Und hier heißt es Christus in euch. Christus ist ganz einfach zu groß für ein einziges Leben. Er braucht viele Lebensgeschichten, viele Persönlichkeiten. Und wenn wir jemanden sehen und wir merken, da ist Jesus am Werk, versuche ihnen nicht unbedingt nachzuahmen. Gott hat ein Exemplar von denen. Er braucht uns. Unsere Einzigartigkeit, unsere Geschichte, so wie er uns geschaffen hat. Christus in euch. Und er möchte sein Wesen, was ewig und immer dasselbe ist, in ganz unterschiedliche Art und Weisungen zum Ausdruck bringen. Wir brauchen einander. Christus in euch, die Hoffnung. Und hier haben wir das Wort Hoffnung. Wenn ich an Hoffnung denke, ich denke eher an ein Wunschdenken. Ich hoffe, VfB Stuttgart bleibt in die erste Liga dieses Jahr. Aber wenn ich das sage, oh, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich hoffe. Und diese Art ist nicht die Art, wie die Bibel von Hoffnung spricht. Meine Hoffnung ist sehr, sehr bruchig. Es ist sehr ungewiss. Es ist eher auf Zweifel gegründet. Das Wort Hoffnung in der Schrift ist ein anderes Wort. Es spricht eher von Zuversicht. Es heißt in einer Übersetzung, es spricht von willkommen heißen sogar oder begrüßen. Das ist Hoffnung. Ich wohne am Bodensee und wir haben so 85 Studenten bei uns jetzt und aus der ganzen Welt. Und es ist oft so, sie wollen Bilder vom Bodensee haben, wenn sie zurückkehren und manchmal wollen sie einen Sonnenaufgang knipsen. Und wenn das der Fall ist, normalerweise gehen sie, als es noch dunkel ist, und dann sie bereiten sich vor auf den Sonnenaufgang und sie hoffen, dass die Sonne aufgeht. Und ich sage, natürlich wird die Sonne aufgehen. Genauso wie gestern und. Das ist Hoffnung im biblischen Sinne. Und die Wirksamkeit Jesu Christi durch seine Gegenwart in meinem Leben ist so sicher wie ein Sonnenaufgang. Er wird sicherlich wirken. Er wird sicherlich handeln in meine Gegenwart. Oder in seine Gegenwart, Entschuldigung. Und ich darf mit ihm rechnen. Wir sind unfassbar reich, unfassbar gesegnet. Wir dürfen mit der tatsächlichen Gegenwart Jesu an jedem Ort, zu jeder Zeit rechnen. Er ist da. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe immer gedacht, Herrlichkeit, naja, das hat mit Himmel zu tun, es hat mit den Engeln um den Thron Gottes zu tun. Aber zwei Stellen aus Johannesevangelium helfen mir zu verstehen, was heißt das Herrlichkeit? Eins davon kommt aus Johannes 2,11, da wo Jesus Wasser zum Wein machte. Und es heißt dort, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit.
und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt, es gab eine große Not und Jesus hat gehandelt und hat das gegeben, was nötig war. Herrlichkeit heißt, Gott handelt in meine Not. Gott sorgt für mich. Herrlichkeit heißt das Handeln und Fürsorge Gottes. Oder in Johannes 11, 40, bei der Auferstehung des Lazarus. Jesus steht vor dem Grab, spricht mit seinen Schwestern und da sagte er zu den Schwestern von Lazarus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen und dann ruft der Lazarus, komm heraus. Ich bin persönlich davon überzeugt, er musste ihn beim Namen nennen, sonst wären viele andere rausgekommen. Lazarus, komm heraus und der Tote ist auferstanden. Die Herrlichkeit Gottes, das hat mit dem zu tun, der unsichtbare Gott wird sichtbar. In einer Art und Weise, wie der Mensch verstehen kann. Der unsichtbare Gott wird sichtbar. Ich habe tatsächlich zwei Bilder vom Bodensee mitgebracht heute. So sieht es manchmal bei uns aus. Entschuldigung. Auf der anderen Seite, das ist Schweiz und die Santis. Aber es kann sehr ruhig am Bodensee sein, normalerweise im Sommer. Aber im Winter, da pfeift es richtig. Und da kommen diese Kameraden zu uns in die Nähe und ich brauche keinen Sport 1 oder Eurosport, ich habe Fischbach und da gehe ich zum Ufer und sie ziehen ein Show ab. Und wir kommen zurück als gebildete, erwachsene Menschen und sagen sowas wie, boah, habt ihr den Wind gesehen heute, das war ja bombig. Erwachsene, gebildete Menschen. Habt ihr den Wind gesehen? Das war super. Nee, keiner hat den Wind gesehen. Man hat einen Kitesurfer oder Windsurfer gesehen, man hat Wellen gesehen, aber Wind ist unsichtbar. Aber bloß weil Wind unsichtbar ist, heißt nicht, dass Wind Realität ist. Da ist die Realität davon. Und die Herrlichkeit des Windes wird in einem Kitesurfer offenbar. Und das brauchen Leute heute. Da wollen sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Gabi und ich, wir haben in Fischbach geheiratet und wir haben am Bodensee oft gefeiert, weil Preis-Leistung-Verhältnis stimmte. Und wir sind Schwaben. Wir kamen zurück und haben die andere ausländische Gäste Ade gesagt und am nächsten Tag kamen wir und wir haben unter anderem meine Oma verabschiedet. Sie war Ü80. Und wir waren im Gespräch mit ihr und auf einmal sagte sie, ich bin auf viele Hochzeiten in meinem Leben geworden. Da habe ich gesagt, ja, mit 80 kann ich mir gut vorstellen. Und dann sagte sie Folgendes, aber hier herrschte ein anderer Geist. Das war die Herrlichkeit Gottes. Und da war sie unter die Gäste, unter Leute, die Jesus in sich trugen und mit ihm lebten. Und sie merkte, hier ist Jesus. Wir sind manchmal ausgebucht am Bodenseehof und wir haben eine Reihe von Ferienwohnungen, die wir mieten. Und bei uns in der Nähe gibt es Obstbauern. Und da kam die Frau heraus, sie wollten ihr Mülleimer zurück in der Garage bringen. Ich habe Hallo gesagt, sie hat gemerkt, ich bin kein Einheimische wegen meiner Aussprache. Wir kamen ins Gespräch, sie hat gelernt, ja, ich bin Mitarbeiter am Bodenseehof. Und sie sagte, also Mr. Reed, das ist ja interessant. Letztes Jahr, kurz vor Silvester, riefen zwei Teenage-junge Frauen an und sie wollten ein Zimmer bei mir mieten. Ich sagte mir, auf keinen Fall, das tue ich mir nicht an. Aber dann haben sie gesagt, ach schade, wir wollten zur Freizeit am Bodenseehof.
Ah, habe ich gesagt, boten Sie auf, ah, Sie dürfen gerne kommen. Und dann guckte mir diese alte Bäuerin an und sie sagte, Mr. Reed, die Gäste vom Bodenseehof, sie sind anders. Und dann dürfte ich erklären, warum sie anders sind. Wir sind keine besonderen Menschen. Wir kennen Jesus. Und dieses Wohlgeruch Christi soll im Geschäft, im Verein, in der Nachbarschaft vorhanden. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und Menschen sehnen sich danach. Ich mag das am Ende von Kolosser 1, da sagte auf einmal Paulus, dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seine Kraft, die mächtig in mir wirkt. Ich mühe mich ab, ich ringe. Wenn Christus in mir wohnt und in mir wirkt, es ist falsch zu verstehen, naja, ich bin vollkommen passiv jetzt, er macht alles, ich nichts. Das ist es nicht. Paulus sagte, ich mühe mich ab. Er sagte, ich ringe. Es ist nicht alles Jesus und nichts von mir, aber es ist auch nicht alles von mir und nichts von Jesus. Wir arbeiten in einer Gemeinschaft miteinander und ich lerne im Alltag diese Abhängigkeit von ihm zu pflegen und in dieser Abhängigkeit zu leben, in diese stinknormale Abläufe des Tages, damit Menschen merken, Jesus ist da. Und sie brauchen das im Alltag, eben zwischen Montag und Samstag. Sie sehnen sich danach. Und ich würde behaupten, manche hier haben Zugang zu mehr Menschen in einer Art und Weise, die ich nie im Leben haben werde. Warum? Ich bin leider eine Missionsgesellschaft. Ich arbeite an einem christlichen Jugendzentrum und automatisch ist die Tür zu. Aber wenn man sagt, ja, ich bin bei Bosch angestellt, ich bin bei Mercedes angestellt, ich bin bei Wagner angestellt und, da wollen sie hören, weil sie merken, sie sind anders. Und außerdem, wenn Jesus in mir handelt, das wird mein ganzes Leben fordern. Der ewige Gott wird in mir handeln. Und ich werde mir Mühe geben, um Tritt zu halten, weil die Arbeiter wenig sind und die Ernte ist groß. Zum Schluss habe ich hier geschrieben, ganz einfach, seid dankbar. Wenn es um die Gegenwart Jesu in unserem Leben geht, seid dankbar. Wie oft habe ich das gehört am Ende des Gottesdienstes? Und Herr, geh du mit uns in diese Woche hinein. Amen. Wie oft war ich beim Lobpreis-Gottesdienst? Herr, wir laden dich heute Abend ein. Es tut mir leid, vielleicht bin ich nie wieder eingeladen in Prake. Warum bitte ich ihn, mit mir zu gehen, wenn er gegenwärtig ist? Warum sage ich, ich lade dich ein, wenn er gegenwärtig ist? Ich bin stur wie ein Esel an dem Punkt, weil ich mich selbst in Unglauben erzogen habe, rein mit der Wortschatz, die ich angenommen habe in der Gemeinde Jesu. Ich darf ihn dafür danken. Ich darf zu jeder Zeit an jedem Ort sagen, Jesus, danke dir, du bist da. Du wohnst in mir durch deinen Geist. Ich bin vollkommen von dir abhängig in diesem Moment. Offenbare deine Gegenwart. Lass andere wissen, dass du es bist. Ich kann das nicht, aber du kannst es. Danke dir. Und das nächste Mal, wenn es sich fühlt, als ob Jesus Millionen Kilometer von dir entfernt ist, bitte ihn nicht zurückzukommen. Denn er hat dich nie verlassen.
Und wir dürfen nicht die Gefühle seiner Abwesenheit uns täuschen, wenn es um die Wahrheit seiner Gegenwart geht. Seid dankbar. Macht das zu einem Schritt des Gehorsams, nicht ein Schritt des Gefühls. Ich danke dir. Und Gottvertrauen sagt Danke, wenn es um die Gegenwart Jesu geht, nicht Bitte. Und am Ende dieser Einheit heute Morgen, ich möchte das praktisch umsetzen. Und ganz einfach 60 Sekunden Stille haben. Denn es kann sein, dass jemand hier ist und er sagt, ja, Peter, ich bin unterwegs mit Menschen, die mit Jesus leben, aber ich weiß innerlich, er ist noch nie bei mir eingekehrt, aber das will ich. Wichtig ist, dass du mit ihm sprichst. Dass du sagst, Herr, ich lebe los von dir. Ich bin gottlos. Vielleicht erkennt man, ja, da brauche ich Vergebung dafür, in die Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin. Meine Frau gegenüber, meine Kinder, meine Geschäftskollegen. Und ich kehre um 180 Grad um und ich will nicht mehr ohne dich, Jesus, leben. Die Bibel nennt das Buße. Wenn ich an Buße denke in Deutschland, denke ich an Bußgeld. Ich habe was versäumt und ich muss eine Gegenleistung bringen. Buße in der Schrift hat nichts mit Gegenleistung zu tun. Es hat mit dem zu tun, Herr, ich kann gar keine Leistung bringen. Errette mir. Errette mich von mir selbst. Und ich verlasse mich auf dein Angebot. Alle, die zu mir kommen, werde ich nicht hinausstoßen. Alle, die an ihm glauben, werden nicht verloren, sondern das ewige Leben haben. Kehre bei mir ein. Vielleicht ist dieser Schritt dran. Vielleicht für diejenigen, die schon mit Jesus leben, aber diese Verzagtheit, dieses Gefühl haben, das kann ich nicht, hat Gott sowieso nicht von mir erwartet. Und vielleicht schiebe ich das Auto des Christseins allzu lang. Vielleicht ist es an der Zeit. Und ich fühle mich so geistlich wie ein Stück Holz. Aber ich sage, danke dir, du lebst in mir. Ich möchte mit dir rechnen. Breite deine Herrlichkeit, seine Gegenwart in meinem Leben aus, damit andere Menschen erkennen, du lebst. Du lebst. Dürfen wir das tun? 60 Sekunden Stille kann jeder für sich. Und dann bete ich zum Schluss. Vater, in diese Stille danke ich dir, dass du die Stimmen des Herzens hörst, verstehst. Ich danke dir, Jesus, dass du lebst. Gib Antwort auf die Herzensschreien in diesem Raum heute. Bitten wir dich in deinem Namen und wir danken dir, dass du in uns wohnst und mit uns gehst, weil du uns niemals verlassen wirst. In deinem Namen. Amen.